Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon Dracanto. Wir haben ein paar Sachen geholt, zum Beispiel dieser Bambus dort, der sicher schön aussieht. Oh, der Baum ist gut gewachsen. Toll gewachsen. Ein paar Blumen noch hier oben. Und heute wollen wir die Backpacks herstellen. Wir haben deshalb auch die Wolle gesammelt im letzten Part und ja, einen Diamanten gefunden noch in der Mine. Der letzte Part war halt eher so ein bisschen ein Sammelpart gewesen. Und jetzt können wir noch hier alles reinlegen, was wir nicht brauchen. Egal, wo wir es jetzt nicht unbedingt verbrauchen. Das noch hinpflanzen. Pilze rein. Und die Äpfelbeeren rein. So. Dann hätten wir noch Akazien. Ja. Kann jetzt momentan echt nicht so viel machen. Zu viele Eiten. So. Der Löwenanteil kommt hier hin. Lions Schwanz, also Löwenschwanz. Heißt er wirklich Löwenschwanz, jetzt war direkt übersetzt? Eher nicht. Also, wir brauchen wieder die Wolle. Wir brauchen Fäden, glaube ich. Wir brauchen. Ah, Fäden nicht. Leder und eine Kiste. Also Bauholz. Bauholz. Nehmen wir doch Eichenholz. Und Leder. Leder ist hier zum Beispiel. Ja. Okay, Kühe schlachten. Wow, ein grünes Woidilam. Boss. Kühe schlachten. Auch noch. Drago, der Tiertöter. Er liebt Tiere, aber muss in einem Spiel Tiere töten. Das ist ein Skandal. Der schlimmste Skandal seit dem Sperrbezirk. Naja. I have drunk. I'm a little poor. Ich bin so poor, so ein armer Schlucker. Ich finde keine Kühe, wenn man sie braucht. Aber ich weiß, wo sie waren. Ich komme und schnetzle euch. Oh, diese Pflanze hier. Traumhaft. Ah. Ich mag Pflänzchen. Oh, die ist noch süß. Oh, mega Ponita. Oder sogar Galoppa. Das ist doch ein Galoppa. Naja. Hey, Ponita. Jetzt, wo man näher kommt. Ja, die sind so ähnlich, so ultra ähnlich. Eigentlich nur das Horn? Nein, es hat kein Horn. Eigentlich nur die Mähne ein bisschen größer. Aber die zwei Tiere, also Pokémons, sind ultra ähnlich. Hat einfach großes Pferd und kleines Fohlen. Wow. Fohlen auch. Fohlen aber. Schon etwas anders. Kommt nicht drauf, was. Ah, la beim Lamm. Ja. Beim Lamm ist ja auch noch. Ja, komm, lassen wir es lieber. Bin natürlich wirklich der. Ja. Unwissendste Namen. Sager, also, ja. Ja. Ich hatte immer wieder alles relativ schnell wieder vergessen. Ist jetzt nicht so wichtig ist in meinem Leben. Wie Namen zum Beispiel. Namen sind sowas von dumm. Pokémon-Namen kann ich relativ gut. Ja, vielleicht habe ich einfach zu wenig Spaß am Lernen von Namen. Dass jetzt zum Beispiel Pokémon-Namen viel mehr Spaß machen und deshalb mehr merken kann. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das einfach trainieren kann, dass ich Namen sofort merken kann. Also, vielleicht habe ich einfach schon ein zu überfülltes Gehirn.
und deshalb nicht mehr so viel Platz. Darum sage ich Dings. Ich sage zu jedem Menschen, wo ich den Namen vergessen habe, Dings. Das ist der beste Name. Oder Dings Bungs. Also Bungs Dings. Dings Dings. Ja, wie viele Leder brauchen wir? Ich nehme auch alle mit. Wenn ihr so viele seid, muss ich euch ein bisschen ausrotten. Ein bisschen reduzieren. Sind immer noch genug hier Kühe? Also, wieso nicht? Wieso nicht noch den Nepten mitnehmen? So viele Bäume in der Nähe, also ein Baum halt wirklich in der Nähe. Das ist auch das Gleiche. Was habe ich jetzt hier? Silberlinde? Ah, weil es hier oben die Blätter Silberlinden sind. Gut. Jetzt haben wir immer noch genug Kühe. Oh, dieses... Das ist ein anderer. Das ist immer der gleiche, aber... Bekommen wir zwei dafür. Über. So. Wunderbar. Wunderbärchen. Wunderschönes Ding. Die kommen auch mit. Also, jetzt aber vorwärts machen. Wir brauchen jetzt endlich die Backpacks, damit wir wieder ein bisschen länger auf Reisen gehen können. Und wir brauchen halt einfach immer wieder Items, die wir per Zufall finden, wenn wir zum Beispiel Pokémon jagen und bekommen. Ja. Also. Ja, das Bauen. Wie bauen wir? Das rätsel ich auch schon seit dem ersten Part. Wie fangen wir an? Und ich dachte, ich werde wirklich, weil wir einen Savannenbiom in der Nähe haben, ich werde wirklich mit rotem Holz, also so ein, ja, sagen wir, australisches Gebäude oder so bauen. Und es auch hier hinstellen, denke ich mal. Ja. Deshalb haben wir hier auch uns hingesessen. Wie sagt man im Wort, wo man, ja, einfach sitzen geblieben, sozusagen. Sesshaft, genau, sesshaft ist es. Ja, liebe Leute, ich weiß es, ja. Müssen wir leider noch kurz diesen Baum ein bisschen weiter weg pflanzen, weil das stört schon extrem. Und dann können wir eigentlich anfangen zu bauen. Hab ich Lust? Ich habe irgendwie Lust. Auch mit dem Tropenholz Pfeiler zu machen. Das wird schön aussehen. Also dann gibt es im nächsten Part, denke ich mal, einen Baupart. Und im übernächsten auch einen Pokémon-Trainierpart natürlich. Ja, dann müssen wir die Apikokos dann unterirdisch machen. Das können wir eigentlich im heutigen Part noch machen. Ja. Dann ist der im Weg hier. Das zeigt an, ich werde hier das Haus dann die Ecke machen. So. Also mehr Truhen auch. Ja gut. Machen wir die auch hier mal rein. So, oder? Ja, hier müssen ganz vieles Zeugs. Also hier hätten wir noch die. Die wurde aufgeblitzt. Die haben wir hier noch. Dann können wir den Rest hier rein tun. Also mal das hier rein tun und hier unten das. So, die Blumen auch noch. Im Schachtel haben wir allem auch noch. So, dann haben wir noch den Faden hier rein, den brauchen wir nicht. Wir haben Leder, wir haben Holz. Das hier. Hier. Und Truhen einfach mal ganz viele.
Und dann hoffen, dass wir das richtig jetzt angeordnet haben. Aber gleich falsch wahrscheinlich. Nein. Okay, wir haben Backpacks. Das ist das Wichtigste. Siehst du das? Hast du das gesehen? Kleiner Lagerblock, okay. Little Tiles. Ja, und dann mit Eisen ummandeln wahrscheinlich. Ah, dann auch wieder Truhen. Oder diese Link-Upgrade und die machen wir. Truhen sind schon ein bisschen besser. Noch mehr Eichenholz. Und jetzt Truhen. Jetzt die wieder hier rein. Dann hier oben den Backpack und dann zu wenig Eisen. Wunderbärchen, macht ja viel Spaß. Ey. So zu kräften. Es nervt immer wieder zu wenig zu haben. Das auch richtig anordnen, auch richtig auszuführen. Oh, genau wieder falsch. Dann haben wir wenigstens Iron. Und wenn wir mehr Gold haben, haben wir dann auch endlich Gold Backpacks. Aber gut. Also unten dran gleich mal Lager, aber auf der Seite in die Richtung Abikokos. Wir brauchen jetzt auch ein Lager. Merke gerade, wie viele Kisten wir schon brauchen. Und dann direkt auch Eisen. Ja, ich werde jetzt einfach mal farmen. Bis zum nächsten Part. Ja, 11 Minuten erst. Als nächstes könnten wir. Die Axt ist leider schon kaputt. Zu viel kaputt. Sorry, aber. Trockener Mund, deshalb Schokolade kurz essen. Ich möchte ja eben noch all die verschiedenen optisch coolen Sachen umplatzieren. Bei mir umplatzieren, weil die im Weg sind, weil da das Haus hinkommen muss. Hier auch ein bisschen ein Teil, also kann das hier umplatzieren. Da, bam. Der Baum. Ja, die anderen lasse ich jetzt mal. So groß muss das Haus noch nicht sein. Und jetzt müssen wir leider den Keller machen. Das würde ich gerne nicht im Part machen, aber wir müssen noch etwas tun. Ja, ich könnte es wirklich noch nicht unbedingt machen. Kirschen lasse ich mal. Ja, es gibt ein bisschen blöde Sachen zu tun. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr zeigen. Deshalb erkunden wir mal die Farmwelt noch ein bisschen. Und lassen das Spiel kurz laggen. Ja, wir gehen jetzt in die Farmwelt. Wir haben jetzt diese verschiedenen Backpacks. Den lassen wir mal als Ranzzeugs. Gehen hier rein. Und erkunden einfach diese Welt. Die ist so speziell. So interessant. Genau. Und direkt mal Nacht. Noch immer. Ja, richtig auf Platz. Wieso bist du so verpackt? Muss jetzt mein Schlafsack. Eieiei, die Welt ist schon echt verpackt. Dass einfach alles falsch generiert wird. Wir müssen leider kurz neu laden. Weil solche Sachen, da weiß ich aber gar nicht mehr, was es macht, weil es so überfordert ist. Also einfach ein bisschen warten, bis hier in der Welt irgendwas macht. Das ist schon extrem. Wie doof. Ja, ja. Und was macht ihr sonst noch so am Tag, außer Video schauen? Okay, es hat gar nicht sich irgendwie verändert, das Icon. Es ist einfach nicht
platziert wurden. Blöde Schlafsack. Gehen wir mal in die Richtung, oder einfach, gehen wir einfach in eine Richtung, wo wir noch nicht so waren. Genau in die andere Richtung, okay. Nehmen zum Beispiel diese tollen Blüten da vorne mit. Oder eine Blüte hat erst. Ah, das ist Lotus wieder. Nehmen wir mit. So, und hier einfach Pokémon-Sachen natürlich. Genau. Die haben, glaube ich, auch noch nicht mitgenommen. Drei Stück, ja, das reicht. Ja, so Rankensachen. Muss ich jetzt noch nicht so schnell mitnehmen. Silberlinde haben wir. Ah, diese Vögel. Ah, so geil. Ja. Ich liebe solche Mods. Vorne haben wir irgendwas. Das sind einfach Bäume, die nichts auf der Minimap angezeigt werden. Wenn ich jetzt irgendwie ja, dort hoch könnte, dann wäre ich wirklich sehr fröhlich. Nur eben komme natürlich nicht hoch, weil ich jetzt gerade auch nichts habe zum Hochbauen. Das ist ein anderes Biom. Okay, das schauen wir gleich an. Aber was ist denn hier oben? Senostein? Irgendein Baum noch drauf hier? Eine komische, ganz grüne Farbe hat. Ja, was ist denn für ein Biom hier? Ah, okay, eine Wiese. Cool. Also sieht ganz anders aus. Ah, Papageien. Wie kann man den Papageien zu unserem Haus bringen? Außer, ja, man kann ja in die Welt nicht dingen. Wir müssen in der normalen Welt ja, einen Dschungel finden. Nur so können wir Papageien nach Hause bringen. Cooler Berg. Gerade wieder dunkel. Was ist denn los? Ist es so schnell dunkel? Hat es irgendwas mit der Tageszeit auch noch ein bisschen geändert? Ah, es bleibt einfach dunkel. Okay. Jetzt möchte ich natürlich nicht wieder zurück, ja. Die Richtung ist es besser. Oder einfach einen Bogen machen, also jetzt ungefähr hier links halten. Leider jetzt aber auch nicht so viele Sachen neu. Nehme jetzt mal die Bären und so nicht mit, weil ich ja die auch nicht so dringend schon brauche. Dann haben wir später auch noch etwas zu tun, als jetzt schon alles zu machen. Ja, ich brauche immer noch Leder, also wir brauchen so unendlich viel Leder, dass ich jetzt eigentlich noch Lust habe. Noch ein paar zu sammeln. Ja, das reicht. Diese Lotus nehme ich am besten mit. Kann man etwas Tolles draus machen. Ja, schauen wir am besten immer gleich nach. Farbstoff. Wow. Ja, eigentlich brauche ich ja sehr viel Tintenbeutel. Also ja, es geht sicher mit. Es geht nur mit Schwarzer. Mit Tintenbeutel. Ja, aber schwarzer Farbstoff haben wir dann genügend, wenn wir die schwarzen Lotus immer mitnehmen. So, Kohle brauche ich glaube nicht so viel für Melonen. Brauche ich eigentlich ja auch nicht, weil wir jetzt noch nicht Hunger haben und später schon ganz viele Steaks haben. Diesen Palm. Holzbaum möchte ich mitnehmen. Okay, hat noch mit der alten Axt geklappt. Und als nächstes möchte ich gerne irgendwo hoch. Ja.
Ah, die Pilze, sehr wichtig. Na? Dunkelklaue. Okay, nice. Also es ist ganz komisches Bio, ganz eine komische Welt, weil es immer Nacht ist, Nacht bleibt. So. Dann nehmen wir doch Blumen mit. Für roten Farbstoff brauchen wir natürlich auch relativ viel. So Sachen mache ich jetzt dann lieber eben in einem Livestream. Oder ja, halt außerhalb vom Video, damit ihr nicht so gelangweilt seid. Ihr müsst nicht gelangweilt sein. Also es ist halt einfach, sagt mir, was ihr nicht sehen wollt. Am besten, wenn ihr in einem Video gelangweilt seid. Dann habt ihr natürlich auch viel mehr Spaß, das Video, also die nächsten Videos zu schauen. Ich passe mich an euch an, ihr müsst nicht, ja, traurig sein, wenn ihr mal Langeweile habt oder so. Ich mache es dann immer wieder sofort weg. Nur ihr müsst halt etwas sagen. Wirklich schön, dass hier die Waben auch immer wieder Blumen dabei haben. Jetzt haben wir ja endlich Platz. Das können wir natürlich auch gerne da alles auch mitnehmen. Und leider ist es schon in der Nacht. Gut, dann gehen wir wieder in die Nähe des Spawns und ja, schauen mal, was da für Zeit ist. Aber mir macht Spaß, also so ein bisschen erkunden. Ich muss es ja Spaß machen. Ihr seid meine Zuschauer. Ich bin nur der Aufnehmer. Ich bin ein armer Sklave von euch. Nein. Aber ich bin halt einfach jetzt nicht unbedingt so zuständig, dass ich euch jetzt wirklich auch immer ganz guten Content bieten kann. Weil ich weiß nicht, was euch gefällt und was nicht. Deshalb muss ich mich an euch richten, nicht ihr an mich. Genau. Ja, vielleicht ein Mod-Installieren mit automatischem System. Aber ich tue lieber sortieren als nicht sortieren. Also es ist. Ich werde einfach zwischen den Parts dann alles machen. Könnte die noch mitnehmen, die Blätter. Wenn ich etwas vorhabe. So 38 wird wahrscheinlich reichen. Gelbe haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? So. Genau, Richtung Spawn wieder. Was mir ein bisschen fehlt, ist Harvestcraft. Den könnte ich eigentlich noch reintun. Ja, aber dann haben wir immer noch mehr Items. Ich lasse ihn jetzt mal noch draußen. Weil der tut jetzt ja auch nicht unbedingt so weh, wenn man ihn längere Zeit nicht drin hat. Aber ich vermisse einfach danach so ein bisschen das Essen, hinzustellen auf einen Tisch oder so, das geht mit ein paar Mods. Ich glaube so mit Bibliokräften ist das möglich, wenn man auf Tischen dann so die Rohstoffe hat. Ja, und bei vielen Mods müsst ihr halt ein bisschen mir helfen, da ich nicht so viele Mods kenne. Ja. Wenn ihr dann sehen, also es wird alles bergauf gehen, also das noch mehr Spaß machen in ein paar Parts. In vielen Parts und so. Ich werde dann auch immer wieder neu beginnen, also wieder neue frische Pokémon einsetzen. So dass es für euch immer Spaß macht. Gut, dann haben wir 24, 45. Da haben wir nichts. Ah ja, da muss ich alles auf die andere. Machen wir hier noch Pilze rein und so.
Und im nächsten Part ist dann hoffentlich hier auch alles aufgeräumt. Drago Basler. Sie faules kleines. Drachen. Baby. Oh. So. Ja. Wenn ich etwas nicht bin, ist das klein und niedlich. Dann mache ich das hier rein. So, alle Abrikokos. Mal auch hier rein. Haben wir wieder Platz. Wir haben wieder Platz. Blumen können wir auch irgendwo noch rein tun, einzeln. Dann ist schon ein bisschen aufgeräumt. Nehmen wir hier mal alle Blumen raus. Hüftgold, das habe ich doch gelesen. Duftet Herglas. Habe ich nicht richtig gelesen. Eindeutig falsch gelesen. Sieht das wie ein Schnull. Ah, ist alles kindihaft. Also nicht schwer, aber Pokémon ist halt schon recht kindlich. Das mag ich ja nicht so gerne. Ich mag eher erwachsene Spiele. Nur, man findet dort kaum erwachsene Spiele noch. Das ist wirklich extrem, wie alles so ein bisschen runterging. Jeder Entwickler meint, dass er müsste kiddiehafte Spiele entwickeln, weil es mehr Ansehen gibt. Ja, so ist der Mensch, er wird immer babyhaft. Also, ich sage ja nur, Animal Crossing ist mega in der Kritik, weil das so mega kindisch aufgebaut ist. Es keinen Spaß macht, immer wieder zu beschenkt zu werden, immer wieder Geschenke herumflattern und so. Ist leider schade geworden, weil ich liebte, auf dem GameCube, liebte ich das erste Animal Crossing. Aber wenn man das jetzt so sieht, wie man halt einfach ein Spiel zu kindlich machen kann, damit man mehr Leute bekommt, mehr Fans und so, ist ja klar, dass es mehr Kinder gibt, die spielen. Aber die Erwachsenen werden einfach so weggetrieben. Das ist eigentlich das Schlimmste, was ich so, ja, einfach so merke. Der Mensch eigentlich immer jünger sein muss im Kopf. Ist schade, echt schade. Das ist ein Thema, das ich eigentlich auch gar nicht bereden möchte. Nur eben auch, mir gerade so ein bisschen in den Kopf steigt. So, dann haben wir noch ein bisschen ein Einsortier-Part. Ich mache das natürlich nicht lange jetzt. Ja. Wir brauchen mehr Bäume. Ich möchte nämlich die Bäume, die wirklich schön sind, für das Haus verwenden. Aber man sieht, es ist nicht immer schön, was jetzt da rauskommt. Also zum Beispiel Palmholz würde ich gerne verwenden für mein Haus. Aber das wird schwierig sein, den überhaupt wirklich abzubauen. Olivholz ist dort einfach ein bisschen braun und das ist eher ein bisschen heller. Ich denke mal Limettenholz für den Boden. Machen wir das gleich, damit wir wissen, welchen Boden ich möchte. Oder? Einfach kurz hier mal. Ja, es ist halt nicht so schön. Es ist halt undetailliert, weil es nicht vom Texture Pack ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier Palmholz die Seite machen, ja, es sieht halt echt gewöhnungsbedürftig. Das macht mir irgendwie ein bisschen in den Augen weh, jetzt einfach 16x16 zu haben, nicht 128x128. Werden ja mal sehen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es euch noch gefällt. Mir gefällt es eigentlich schon noch. Ich möchte echt wirklich ein Holz nehmen, das von einem Mod ist. Ein detailliertes Mod. Holz. Dann haben wir noch Schwarzeichenholz, halt, ist sehr detailliert, natürlich.
das als Boden nehmen. Ja, ich lasse euch entscheiden. Und werde noch die verschiedenen Setzlinge anpflanzen. Die sicher mal. Die Silberlinde, wer die alleine hier wohnt. In der Kiste. Und wieso habe ich kein Palmholz-Setzling? Ja. Ich brauche ein Palmholz-Setzling. Da haben wir noch Eichensetzlinge. Wie bekommt man denn her? Jetzt müssen wir da irgendwo Palmen finden halt. Wir haben gar keinen Setzling. Oder sehen die einfach anders aus, wenn ich es übersehe? Es ist wirklich nichts hier. Ja gut, setzen wir den mal hier unten hin. Ah, Dattelpalme, also hier ist das Palmholzzeugs. Okay, den haben wir doch schon hingepflanzt. Der ist weggeploppt. Was können wir tun? Was können wir tun? Hier muss ich auch mal. Das ist Badaukholz. Okay, die anderen sind nicht reif. Wo ist jetzt mein Setzling hin? Kann doch nicht sein. Ah, manche Sachen sind verbuggt. Doch die Java. Ah, jetzt habe ich ihn wieder in der Hand. Okay. Java, sehr langsam. Kannst ja verstehen, dass du momentan chillen möchtest, aber ja. So langsam muss der jetzt auch nicht sein. Oh, der ist schon gewachsen. Das ist eigentlich ein Holz für den Boden. So grünlich. Ja, aber jedes Zimmer ein anderer Boden. Genau. Aber der hat jetzt keine Setzlinge hinterlassen. So drauf. So. Ja, ich glaube, irgendwas ist überfordert. Ich denke, es ist Pixelmon überfordert gerade wieder ein bisschen. Ja, aber. Schade, weil das wieder kaputt ist. Ist echt dumm. Naja, es wird nicht kaputt sein, aber ich denke schon, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ein Mod macht Probleme. So. Dann bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Euer Drago Basler. Tschüss.